Willkommen in Deutschland. Hier holst du dir schon am Bahnhof einen von vielen lustigen Stoffteddys ab, die dir von unförmigen und sexuell frustrierten Gutmenschen zugeworfen werden. Dem Land, wo der Volldeutsche ins Gefängnis kommt, wenn er in Mülltonnen hinter milliardenschweren Lebensmitteldiscountern nach alten Bananen sucht oder sein Auto falsch geparkt hat. Aber der Nicht-Bio-Deutsche, der noch nicht im Handelsrecht ist, sogar für Körperverletzung und Vergewaltigung vom Richter freigesprochen wird, aufgrund der hohen Haftsensibilität. Hier findest du die Weltmeister im Brotbacken, Gartenzwergen, Urlaub fliegen und spenden. Denn der Kult mit der deutschen Schuld kann nur gut genug sein, um das zu bezahlen, was reiche weiße Endzeitsektenmitglieder in der Welt angestellt haben und sich der Deutsche sehr gerne ausplündern lässt von Stromkonzernen, Vermietern, Banken und sogar von seiner eigenen Regierung. Mit einer Bundeskanzlerin, die in den Reichstag hineingebuht wurde, einer Fußballnationalmannschaft, die aus fast keinem Bio-Deutschen mehr besteht, einer Autokonzernbrigade, die vom amerikanischen Bruder gerade richtig ausgenommen wird wie eine Weihnachts ganz und jeder zweite Obdachlose in Europa lebt mittlerweile im schönen Deutschland. Da, wo es in der vermeintlichen Hauptstadt Berlin an jeder zweiten Ecke nach Pisse, Bier und angetrockneter Kotze stinkt oder Politiker Stricher mit Drogen bezahlen. Wo Kinder in der Schule lernen, wie man besonders tolerant ist. Das heißt, wie der Deutsche seine Schmerzgrenze gegenüber Demütigungen durch Nichtdeutsche weglernt und sich über aussterbende Tierarten im Biounterricht informiert, ohne dass er oder seine Eltern verstehen, dass er das Deutschschwein eine aussterbende Rasse ist. Dort, wo es 82 Millionen verschiedene Gesetze gibt, aber für die urdeutsche Bevölkerung keine Gerechtigkeit geben kann. Wo der heilige Gott der Bürokratie angebetet wird und in Süddeutschland tote, abgemagerte Männer aus Holz auf einem Holzschwert genagelt aus den Unterrichtsräumen entfernt werden. Komme dort noch ein letztes Mal hin und genieße die letzten blonden Menschen oder eine von vielen Regierungsformen wie der Scharia oder das Faustrecht. Wo es mehr Apotheken als Bäcker gibt und Menschen, die sich ihre Staatsangehörigkeit nachweisen lassen wollen, als Nazis beschimpft werden. Ein bisschen Kleingeld mit, da die Deutschen im Durchschnitt die Ärmsten der EU sind und trotzdem noch freiwillig den ganzen Laden zusammenhalten. Der Deutsche liebt es, bis zum Tod zu arbeiten und dafür noch einen Faustschlag ins Gesicht zu bekommen. Trau dich am besten mit dem Flieger für 29 Euro nach Deutschland zu kommen und helfe bei der Erschaffung des schönen deutschen Grauhimmels und werde Zeuge von der Abschaffung der letzten deutschen Menschen hier in den Großstädten, wo ausländische Familienclans das Sagen haben. Du stehst auf eine alternde, übergewichtige und dumm gehaltene Bevölkerung, die sich trotz Verhöhnungen und Maulkörben seitens ihrer Regierung trotzdem noch zur Wahl ohne schleppt und ihre Schlechter und Räuber selbst aussucht, dann komm in das 330.000 Quadratkilometer große Freiluftgefängnis im Herzen Europas und bestaune die sich selbst hassende Nation am Rhein, die den Klimawandel aufhalten möchte, indem sie Elektroautos und Windräder kauft. Deutschland, wo das Bier und die Weißwurst billiger ist als Biotomaten und Wasser, wo Friseure nur 5 Euro verdienen und Banker vom Steuern Michel gerettet werden, wenn diese ihre Bank um ein paar Milliarden erleichtert haben. Wo die wichtigsten Fragen der Gegenwart lauten, warum kann ich nur aus zwei Geschlechtern auf Anträgen auswählen, wer wird 2018 in Russland für Deutschland auf dem Platz stehen, wann bekomme ich endlich mein iPhone 10 geliefert und wird es Dome jemals schaffen, 100 Kilo abzunehmen. Im dicht besiedelsten Raum Europa darfst du deine satanische Religion ausleben, ein fünftes Geschlecht annehmen, mit einem swastikaförmigen RFID-Chip im Personalausweis herumrennen und voll vermummt als Lehrer Kinder in den Grundschulen erschrecken. Aber eines darfst du hier bitte nicht. Heterosexuell, familienorientiert, gebildet, ehrenhaft und deutsch sein. Dann könnte es schon mal sein, dass andere Deutsche vom schwarzen Block für 25 Euro die Stunde staatsfinanziert kommen und dir das Leben zur Hölle machen. Willst du das trotzdem hier machen, ohne deine vielen als Ämter getarnten Regierungsfirmen zu fragen, landest du in ein Privatgefängnis mit 80% Ausländeranteil. Solltest du jetzt schon feucht im Schritt sein und es vor Spannung gar nicht mehr aushalten können, schau dir einfach schon mal ein paar Transsexuelle im deutschen Frühstücksfernsehen an, bestell dir bei Amazon ein paar Kindersex-Verherrlichungsbücher von deutschen Politikern aus den 80ern oder kauf dir den Koran und stell dich mit Sven auf den Marktplatz in Halle und übe schon mal ein paar muslimische Sketche für die harten Zeiten, die auf den Dödeldeutschen zukommen werden, wenn er seinen Arsch nicht mal langsam von der 4K-Glotze wegbekommt. Also, hopp hopp, besuchen Sie Deutschland, solange es noch steht und regierbar ist.